Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum dritten Daily Report vom dritten Tag der Yonex German Junior 2015. Traditionell der Viertelfinaltag und auch der Tag der Halbfinals, die vor ein paar Minuten hier zu Ende gegangen sind. Hinter mir ist bereits schon die Halle aufgebaut für den morgigen Tag. Heute konnten die zahlreichen Zuschauer, die ins Sportforum gekommen sind, Badminton der absoluten Spitzenklasse erleben. Es waren ganz enge Spiele, vor allen Dingen die Viertelfinals. Die sind so weit gegangen, dass wir mit dem Zeitplan deutlich hinterher waren. Ein Grund dafür war ein Aufeinandertreffen eines Koreaners und eines Inders im Viertelfinale im Herreneinzel. 78 Minuten hat es gedauert, bis der Koreaner Song Jae-seo seinen Gegner aus Indien, Anwar Yadav, niedergerungen hat, möchte man fast sagen. 23-21, 21-23 und 25-23. Also die haben die komplette Spielzeit ausgenutzt. Das hat man dem Koreaner auch am Ende angesehen. Der musste noch in den Doppeln ran. War sichtlich gekennzeichnet durch diesen Kraftaufwand. Aber er hat sich trotzdem auch im Doppel noch durchsetzen können. Ja. Das Mixed, unsere letzten Hoffnungen auf einen deutschen Titel in diesem Jahr, das Mixed von Max Weißkirchen und Eva Jansens, das hat leider im Halbfinale dann verloren, nachdem sie sich im Viertelfinale im dritten Satz sensationell von 12-16 zurückgekämpft haben auf 21-16. Alles nochmal nachzuschauen im Interview mit Max Weißkirchen und Eva Jansens. Im Halbfinale haben sie dann ihre Gegner gefunden, ihre Bezwinger gefunden aus Korea. Hatten sie nicht viele Chancen, haben zwar gut mitgespielt und das Publikum hat versucht, sie nach vorne zu peitschen. Hat nicht ganz funktioniert, trotzdem tolle Leistung. Also nochmal von hier aus Glückwunsch an Max Weißkirchen und Eva Jansens. Wir kommen zur neuen Rubrik. Gestern hat euch Markus Köster einmal einen Überblick über die Halle gegeben, wo er sich heute aufhalten wird. Das verrate ich jetzt noch nicht. Wir kommen nämlich jetzt zum Blick des Tages. Am heutigen Abend hat sich Markus in die Höhle des Löwen gewagt. Markus, wo bist du denn nun? Ja, Basti, ich melde mich heute aus der buchstäblichen Höhle des Löwen. Du hast es angesprochen. Ich bin heute hier in der Korea-Küche. Ja, Korea-Küche. Ihr habt richtig gehört. Das Team Korea hat bei den Yonex German Junior einen eigenen Küchenbereich hier in der Halle. Und hier essen die Spieler meist gemeinsam ausschließlich eigene aus Korea mitgebrachte Lebensmittel, die vom Teamkoch eigens hier frisch angefertigt werden oder zubereitet werden. Und im Hintergrund sieht man das auch so ein bisschen, dass hier jeder mit anpackt, jeder sein Essen quasi auch ein bisschen mit vorbereitet. Und ja, es kursiert auch so ein bisschen das Gerücht, dass genau diese Küche eines der Totschlag- oder Hauptargumente ist, warum Korea eigentlich hier bei den German Junior startet. Denn in den letzten Jahren war Korea nur hier in Berlin zu Gast und bei keinem weiteren European Championship Turnier. Und ja, wie gesagt, wenn es an der Küche liegt, umso besser. Dann haben wir auch in den nächsten Jahren Korea immer hier zu Gast bei den Yonex German Junior. Und ob es am Essen liegt, warum die Koreaner in den letzten Jahren so viele Titel und einen Großteil hier der Matches gewonnen hat, das wage ich zu bezweifeln. Vielleicht ist es ein Fakt, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sich in der Küche hier im Vergleich zu den letzten Jahren nichts geändert. Allerdings im Spielverlauf, Basti, da hat sich einiges geändert. Aber ich glaube, da kannst du uns mehr dazu sagen. Ja, richtig, Markus, da muss ich dir zustimmen. Du hast vollkommen recht. Die anderen Nationen haben tatsächlich heute überzeugt und konnten Korea den einen oder anderen Schneid abkaufen. So haben wir morgen um 10 Uhr bei den Finals lediglich ein innerkoreanisches Finale zu verzeichnen im Damen-Doppel. Vor allem herauszuheben für heute, meines Erachtens, ist das englische Herrendoppel Ben Lane und Sean Vandy. Also wie die hier heute aufgetreten sind, das war schon etwas erschreckend und ich mache mir ein wenig Sorgen um die Koreaner morgen früh. Wenn die nur annähernd so gut spielen wie heute, dann wird es morgen überhaupt schwer im Herrendoppel einen Sieg hier einzuholen für Korea. Und aber auch in den anderen Partien. Mia Blichfeld im Dameneinzel weiter und auch Anders Antonsen. Der hat es ins Finale geschafft und probiert morgen hier den Meistertitel zu holen. Den Meistertitel der Yonex German Junior 2015. Eine letzte Randnotiz vielleicht noch für den heutigen Tag. Wir hatten heute Besuch von ganz hoher Stelle und zwar hat die nationale Anti-Doping-Agentur hier heute ein paar Tests durchgeführt. Finde ich eine sehr gute Sache. Man kann nie früh genug anfangen und wir gehen mal davon aus, dass hier alles sauber vonstatten ging. Mehr bleibt mir heute Abend nicht zu sagen. Ich freue mich auf euer Kommen morgen. Ab 10 Uhr starten wir, wie gesagt, hier mit dem gemischten Doppelfinale. Und dann werden wir auf dem einen Feld hinter mir, was ihr da hinten sehen könnt,
die weiteren Partien bewundern können. Ich melde mich wieder mit den Siegerinterviews, aber am besten ist es, ihr schaut es euch selber an. Also, schönen Abend noch, macht's gut und bis morgen. Ciao.